Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, und jetzt lass mich. The missing pen and the busted cloak. What are you thinking, Pikachu? Wait, hold on. Moment, Bolt of brilliance! The missing pen. We will find it in Burmese cloak. Ja, das hätte ich auch ihm sagen können. Wir wissen inzwischen, dass Bomi ihre Umhänge aus Materialien basteln, die sie in ihrer unmittelbaren Umgebung finden. Was, wenn der Stift nun in Reichweite eines Bomi lag, das sich einen neuen Umhang machen wollte? Das müssen wir überprüfen. Hi. Yes, we're back. I'm sorry, but can we investigate your cloaks? What did they say, Pikachu? They said no way they get ticklish. Oh! Oops. You okay? Are they hurt? Die Armen. Sorry. Be more careful, okay? Jetzt punch ihn. Hey, check it out. Oh. Looks like my prediction was right on. That's great. What about the necklace? Slow down. I'm getting to that. Genius cannot be rushed. Okay. Wir haben schon mal den Stift. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Halskette im Umhang eines Bomi befindet. Genau wie es bei diesem Stift der Fall war. Aber dann hätte sie doch gerade eben zum Vorschein kommen müssen. Nicht unbedingt. Das hier sind immerhin nicht die einzigen Bomi im Park. Willst du damit auf das Bomi mit dem Lumpenumhang anspielen? Nein, natürlich nicht. Aber angeblich hat es ja mit der Sache nichts zu tun, weil es einen anderen Umhang hat. Ja, ich denke, es gibt da einen Trick. Vielleicht sollten wir uns mit jemandem unterhalten, der sich mit Müll auskennt. Hier muss es doch jemanden geben, der für die Müllentsorgung zuständig ist. Und links schon... Ja. Kann ich helfen? Können Sie mir etwas über die Bomi erzählen? Bäume, in denen Bomi wohnen, verlieren ungewöhnlich viele Blätter. Wo wir davon sprechen, mir ist etwas aufgefallen. Was genau ist Ihnen denn aufgefallen? Ich weiß, das klingt jetzt sicher merkwürdig, aber... Der Mülleimer in dem Baum, in dem sich das Bomi eingenistet haben, ist umgefallen. Aber von seinem Inhalt fehlt jede Spur. Woher wissen Sie das? Naja, als ich am Morgen hineingeschaut habe, war der Mülleimer ziemlich voll. Aber obwohl er später umgefallen ist, lag kaum Müll auf dem Boden. Vielleicht hat ihn jetzt jemand aufgehoben. Das glaube ich nicht. Der Mülleimer fiel um, während die Rauferei passiert ist. Niemand hätte es gewagt, sich da einzumischen, um Müll zu beseitigen. Vor allem ich nicht. Okay. Okay, ja, wir kommen der Sache näher. Das war ein entscheidender Hinweis. Wie könnte das nun mit den Umhängen der Bomi in Verbindung stehen? Ja, aber wer weiß, vielleicht ändert ja jemand die Hinweise vom nicht leeren Mülleimer zum ganz leeren Mülleimer. Vom sofortigen Tod zu was sofortigen? Fast sofortigen? Haben wir das Kramurks schon ausgeschlossen? Sicher? Das sagte ja angeblich, dass das Ding woanders von einem anderen Pokémon mitgenommen wurde. Also unsere momentane Spur ist, dass es sich in dem Bomi mit drin befindet. Wie könnte das nun mit den Umhängen der Bomi in Verbindung stehen? Warum trägt Bomi einen Lumpenumhang? Tja, weiß ich auch. Ich gehe einfach mal hin und vielleicht muss ich das Ganze ja dann zusammensetzen. Go, 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 go! Ja, mit dem Düsselgurfutter habe ich jetzt gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie aus dem Menü auswählen und hätte ausstreuen müssen. Hallo Schwalbini! Das habe ich gar nicht gesehen. Dass ja, das dann lassen wir es einfach. Hat gezählt, was es gesagt hat. Okay. Das verschwundene Burmi? Nochmal? Ja,
aber schon. Ja, machen. Madame. Okay, nichts zu tun, bla bla bla. Ein paar Fragen stellen, Beweise. Anscheinend dürfen wir das noch nicht, muss ich jetzt auf Ermittlungen erst gehen. Kling. All right. Another theory. It was a plant cloak Burmy. And it got all caught up in Napalm's fight, which caused its cloak to break. So here's a question for you. What evidence points to that? Ja. Was ist das? Die Morgenzeitung? Nee. Sieht aus wie Müll. Müll? Keine Ahnung. Wahrscheinlich noch nicht. Wahrscheinlich geht das so hier rüber bis dahin. Die Blätter nehmen. Now we need a reason it became a trash cloak Burmy. And did you notice anything strange that happened near the spot where the plant cloak Burmy were? Welche Aussage deutet auf einen Lumpenumhang hin? Das. Oder? Was sagen die anderen? Gucken wir mal. Mit Müll. Ah, aber der Inhalt ist verschwunden. Das war's, ne? Der Stift war das nicht. Den Stift haben wir wieder gefunden. Ja, so würde ich es nehmen. Bravo! Bravissimo! Now, let's head to the place with the Wormadam. Aha! Wormadam. Wormadam. Wormadam! Hey there, you got a sec? Would you mind if we took a look at your cloak? We think the necklace we're looking for must have gotten mixed up in Burmy's cloak. It's not in the cloaks of the other Burmy, which means it can only be in this one. Come on, why are you so overprotective? Will you let us look if we show you some proof of a Burmy's cloak changing from plant cloak to trash cloak? That's good. Tim, do you have some proof? Ja. Leere Dose? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich würde die Blätter nochmal nehmen, oder? Nee, die. Achso, ne, aber. Formwechsel. Ich würde jetzt. Also, ich versuch's mal mit der Dose. Okay. That's not okay, right. Gut. Also soll ich jetzt wirklich das durchgehen, wie wir es gerade eben hatten? Tim, do you have some proof? Yeah. Oder so. Mhm. That's right. Ja. This is what happened. The Burmese cloak got caught in the fight between Murray and Mate Armand Burmese. These leaves are from that cloak. Well, that's not all. Listen up. Burmy got flustered, and so it decided to make a new cloak out of nearby trash. Thank you for your understanding. Now, I'll make this quick. Leibesvisitation. Finally! Yep. Let's go deliver it. Yeah. And that problem is solved. Das heißt, das Ding war beim Griffel, beim Kramurks, beim Burmy. Ja. Das war ja unnötig komplex für eine blöde Halskette. Ehrlich. Ja, und das war der erste Fall. Also wenn das in dem Tempo weitergeht, dann nimmt es so Layton vs. Ace Attorney Ausmaße. Ja. Eieieiei. Das hätte man ein bisschen effizienter gestalten können. Vor allem, weil es auch überhaupt nicht spannend ist mit dieser scheiß Halskette. Ja. Gell? You're welcome. Thank you, sir.
Tschüss. You're really nice. It was nothing. Yeah. Wird Emmy der neue Sidekick? Pikachu helped a lot too. He seems like a great partner. Emmy? And his hat Sie? Is really mm-hmm. cute. Well, I guess I should get going. Anscheinend nicht. What are you doing? Invite her out to tea or something. What are you talking about? Well, anyway, you're going to the Baker Detective Agency, right? How did you know that? You don't get it, do you? I'm your father's, Detective Harry Goodman's partner. Currently, I'm working out of the Baker Detective Agency where we used to consult. Yeah? My dad's Pikachu. Is that really you? What do you mean, is that really me? Sorry. Last time I saw you, you seemed cuter and a bit more docile. Oh. You say I used to be cute, huh? Unfortunately, I lost my memory. What? You've got amnesia? But you said you remember my dad. Well, I'm confused, that's wieder weg. I just figured it out from the other conversation. Hey, wie alle Statusveränderungen. Let's go. Das Detektivbüro Baker. Keine Bäckerei. Da war jetzt aber ein Here we are. Schwalbini. The offices are up on the second floor. Fletchling ist when you meet with Baker, Flem- probably shouldn't let him know you can talk to me. Of course I won't. Nobody would believe it anyway. Good. You're very smart. Irgendwie 10 Minuten später. Datiri. Ja, das war's. Thank you, Fletchling. Oh, Emmy. I'm back. This is Tim. Ooh, cookies. Hi, Pikachu. Lunch isn't ready yet. Good afternoon. Hello. Can I help you with something? Yeah. Amanda, is that Tim? Yes. You're Mr. Baker, right? Oh, you must be Harry's son. I'm Amanda. It's nice to meet you. I'm Tim. Nice to meet you. I've heard so much about you, it feels like we've already met. And you look just like your dad. He's cooked. Hey, Pikachu, you're eating all of the sweets for the clients again. What's the problem? I need it more than them. My brain could really use a sugar boost. Hey, my ears again. What are you doing? That hurts. Come on, let me go. You're hurting me. Versteht sie ihn nun? So, bin ich unsicher. My dad had an accident while he was on a case investigating a Pokemon. Yes. And only Pikachu was left at the scene. It's been 2 months and, well, we still have no idea where your father is. But aren't the police investigating? Why hasn't there been any progress so far? Well, there is an investigation and a very reliable inspector is on the case. But even so, we still don't know anything. Tim, this is just between us. There are some suspicious things going on. They need to be investigated carefully. So please understand this may take a while. I'm gonna look for him too. That's the reason I came here. Not a good idea. I understand how you feel, but it's too dangerous for you. But sir... Look, when there's any progress, I will let you know. In the meantime, don't do anything dangerous. I mean it. Your father would never forgive me, you know? I understand. Okay. Ich würde sagen, das ist ein super Punkt, um zu speichern, was Denk wir ja schon gemacht haben wahrscheinlich. Speichert ja automatisch. Genau. Das ist auf jeden Fall... Höchst spannend. Höchst spannend und viel Arbeit für mich beim Schneiden. Denk an die ganzen Sachen, die du jetzt noch ans Ende schneiden wolltest. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, was das alles war, aber du musst es halt nochmal angucken. Ich weiß, ich wollte ans Ende schneiden, wie wir mit der Musik viben. Das können wir hier auch. Reicht.
okay, das Natiri gehört doch nicht zur Musik dazu. Ich dachte, das singt da irgendwie so im Rhythmus mit, aber das war, glaube ich, vorhin einmal Zufall, dass es genau gepasst hat. Und ich wollte es noch ein paar Mal hören und schauen, wie es sich entwickelt. Aber ich weiß leider nicht mehr, zu was es sich entwickelt. Aber wir müssen das wirklich immer mal machen, wenn da so schöne Musik ist, einfach so Vibings, die wir dann schön als Ende schneiden können. Ah, das wäre super, so für Endcards macht sich das gut. Jedenfalls, das ist ja jetzt auch erstmal genug gewesen. Wir sind raus und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ansonsten, es war sehr schön. Es hatte so ein bisschen was von den alten Late-Zeiten, aber irgendwie doch anders, weil es ist Pokémon.